Heute beginnt es, heute beginnt das, was lange Gültigkeit hatte, keine Gültigkeit mehr zu haben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Heute nämlich wird Donald Trump erstens wohl eine Exekutivorder unterzeichnen zum Beginn der Mauer zu Mexiko. Das ist das eine. Und das zweite, er wird mit einer weiteren Order wohl unterbinden, dass Menschen aus Iran, aus Syrien, aus Libyen, aus Syrien, aus dem Jemen in die USA einreisen können, indem er anordnet, dass die amerikanischen Behörden praktisch keine Visa mehr für diese Länder erteilen. Jetzt kommt also die protektionistische und die Anti-Immigrationsseite Donald Trumps wohl heute voll zum Tragen. Das ist insofern natürlich schick, als die Amerikaner, die amerikanische Politik ja den ohnehin explosiven Nahen Osten vollends in Brand gesetzt haben, vor allem durch den Irakkrieg, und jetzt laufen die Leute aus dem brennenden Haus und man drückt die Tür zu und sagt, ihr kommt hier aber nicht rein, und gleichzeitig kritisiert man die deutsche Flüchtlingspolitik. Das ist schon relativ dreist, aber sei es drum. Wir haben jetzt die Situation, dass vielleicht auch noch etwas beginnt, nämlich die nächste Aufwärtswelle. So sieht es zumindest aus. Die US-Indizes gestern auf Allzeithoch, zumindest der S&P und der Nasdaq. Der Dow Jones hat die 20.000 nicht ganz geschafft. Und warum ist das so? Es ist irgendwie so, dass die Demokraten jetzt auch Gas geben in den USA. Man hat durch die Demokratische Partei ihrerseits vorgeschlagen, ein 1-Billionen-Infrastrukturprogramm aufzusetzen. Allerdings soll das nicht finanziert werden, indem man die Mittel kürzt bei den Ärmsten. Genau das ist ja unter Trump passiert. Da werden diejenigen ziemlich hart rangenommen, derzeit schon durch die ersten Maßnahmen, denen es nicht wirklich gut geht. Das wird sich durch die Präsidentschaft Trumps weiterziehen. Und vielleicht noch bedeutender ist, dass Chuck Schumer, der Sprecher der Demokraten im Kongress, gesagt hat, ja Donald, du musst jetzt endlich mal die Chinesen als Währungsmanipulatoren brandmarken. Wenn dir die USA wichtig ist, wenn dir die Jobs wichtig sind in den USA, dann musst du das tun. Das heißt, Donald Trump kriegt jetzt praktisch noch Feuer in seiner eigenen Rhetorik durch die Demokraten. Und da können wir uns schon auf viel Spaß in den Beziehungen zwischen den USA und China freuen. Also das ist sozusagen, diese Infrastrukturgeschichte ist das eine. Wir sehen auf der anderen Seite eben diesen Anstieg der US-Märkte, trotz eher durchwachsener bis eher schlechter US-Unternehmenszahlen. Auch die US-Konjunkturdaten eher gemixt bis schwach. Aber sei es drum, man will eben jetzt nochmal nach oben, weil man sich sagt, okay, jetzt kommt dieses große Infrastrukturding, auf das wir lange gewartet haben. Heute, wie gesagt, kommt die große Geschichte Mexiko-Mauer und Anti-Immigrationsstoßrichtung. Das wird heute das Thema sein. Schauen wir uns mal an, was die Asiaten daraus gezaubert haben. Wir sehen die Nikkei 1,18% im Plus. Da nimmt man die Erholung des Dollar-Yen auf. Wir sehen die Chinesen kaum bewegt. Da dämmert man schon jetzt den Neujahrsfeierlichkeiten entgegen. Und Australien 0,9% im Plus, da sind Unternehmen wie BHP Billiton stark. Das Unternehmen hat gesagt, man hat so viel Eisenerz produziert wie noch nie in 2016. Die Aktie solcher Unternehmen steigen. Schauen wir uns mal die Termine an heute. Was haben wir da auf der Agenda? IFO-Index um 10 und 16.30 die Lagerbestände. Gestern ja die API-Bestände doch ziemlich deutlich gestiegen beim Öl wie auch bei Benzin. Das hat den Ölpreis ein bisschen unter Druck gesetzt, sodass hier man mit Argusaugen eben auf diesen Termin um 16.30 gucken wird. Wir gucken jetzt mit Argusaugen in die Charts und sehen eben diesen Anstieg gestern. Als ich das Marktgeflüster gestern machte, da hat sich nichts bewegt, und danach, so ein, zwei Stunden danach, ging es los mit der Party in den USA. Wir sehen extrem niedrige Vola, wir sehen den VIX jetzt bei Ständen von 11. Das sind so die absoluten Tiefstände. Es ist also null Angst im Markt. Wir sehen einige Divergenzen zunehmen schon, was Indikatoren betrifft. Allerdings scheint sich da eben noch eine Welle nach oben zu kommen. Das ist wohl noch nicht das Ende jetzt dieser Aufwärtsbewegung bei den US-Indizes, wenngleich die Luft eben da nicht mehr allzu groß ist. Was wir hier sehen, der DAX 11.630, da dürften wir um und bei reinkommen nach aktueller Indikation. Ich kann mir aber vorstellen, je näher es dann zum Handelsstart geht, umso weiter wird man den DAX dann nach oben prügeln und möglicherweise eben dann in Richtung dieses Jahreshochs bei 11.694. Diese Attacke wird der DAX heute sicherlich reiten, würde ich vermuten. Wir sehen den S&P 500 mit diesem Allzeithoch bei 2.284, der Dow Jones unter der 20.000er Marke.
Da belasteten einfach so Unternehmen wie Verizon, wie Johnson & Johnson, die eben sehr schwache Zahlen vorgelegt hatten und im Dow notiert sind. Wir sehen den Nasdaq mit der neuen Allzeithoch. Wir sehen den Euro jetzt ein bisschen tiefer. Der Dollar kann sich ein bisschen erholen. Gestern so ein bisschen erstmals eine Abkoppelung zwischen den US-Anleiherenditen und dem Dollar. Wir sehen, dass zum Beispiel die 10-jährige US-Anleihe sich einigermaßen hält hier. Wir haben gestern eine Auktion einer 2-jährigen US-Staatsanleihe gehabt, die, naja, eher mäßig verlaufen ist. Es waren vor allem Ausländer, die zugegriffen haben, aber insgesamt die Nachfrage eher schwach. Das hat die Renditen ein bisschen nach oben gebracht, daher diese Bewegung zurück zum Dollar. Wir sehen Dollar-Yen mal kurz in Richtung 114 unterwegs gewesen, kann diese Gewinne aber nicht halten. Wir sehen, und das ist in Sachen Mexiko wieder wichtig, dass der mexikanische Peso schwächer wird zum US-Dollar. Mexiko hat heute gesagt oder hat gestern gesagt, also das ist für uns eine rote Linie. Wenn die Mauer kommt, dann werden wir nichts nachverhandeln in Sachen NAFTA, dann macht dieses Bündnis für uns keinen Sinn mehr. Man muss offenkundig mit Trump eine solche Sprache reden, sonst hat man überhaupt keine Chance mehr als Verhandlungspartner. Mal sehen, das wird also lustig. Mexiko immerhin der größte Handelspartner der USA, darf man nicht vergessen, weltweit. Schauen wir uns das Öl an. Da hält man sich im Bereich der 53er Marke im Märzkontrakt. Wir sehen Schwäche, leichte Schwäche jetzt beim Goldpreis 1205 und bei Silber 17,02 $. Also es ist jetzt die große Hoffnung auf die amerikanische Sause, die noch unterstützt wird durch die Demokraten in den USA, indem man selber Infrastrukturprojekte vorschlägt. Die Wohler ist ganz unten, die Angst ist gleich null, gleichwohl wollen die Märkte wohl in einer zweiten Welle nochmal nach oben, nachdem es ja so lange seitwärts gelaufen ist. Und wir werden sehen, dass die Dinge nur noch besser werden unter dem Gröjatz, unter dem größten Jobbeschaffer aller Zeiten. Da steht uns das Paradies ins Haus. So viel ist mal sicher und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Start in diesem Mittwoch. Bis dann, ciao.